Teil 4. Unter dem Affenkopf. Das schien ein besserer Weg zu sein, als den Zaubertrank herzustellen. Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall Notizen machen. Ja, ich hoffe nur, dass es die ganze Mühe wert ist. Welche Mühe? Das war einfach. Ich rede nicht von der Reise, sondern von der ganzen Arbeit, die du im Vorfeld geleistet hast. Ganz zu schweigen von der Spur der Zerstörung, die du hinterlassen hast. Du weißt ja, was man über Omelettes und Eier sagt. Ich habe das Omelett noch nicht gesehen. Nur viele Eier. Das Omelett ist das Geheimnis von Monkey Island. Und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es viele Eier sind. Ein paar Eier. Odina hat mir eine aufregende Geschichte über die Ereignisse auf Bermuda erzählt. Anscheinend hast du es geschafft, ein unbezahlbares traditionelles Artefakt und die Regierung einer ganzen Insel in nur 5 Minuten zu zerstören. Das ist ziemlich beeindruckend. Sogar für dich. Offen gesagt, ich glaube, ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Die Sache mit den Wettbewerben war verrückt. Traditionen sind schön und gut, aber man sollte seine Regierung nicht auf ihnen aufbauen. Ich kann nicht sagen, dass ich dir widerspreche, aber es war nicht an dir, diese Entscheidung zu treffen. Streng genommen, ja, wie es die Tradition vorschreibt. Odina glaubt auch, dass du bei deinem Algebra-Test geschummelt und versucht hast, sie zu vergiften. Es war kein Gift, es war einfach nur scharfer Pfeffer. Eine Stunde später ging es ihr gut. Ich musste sie davon überzeugen, nicht zu klagen. Du bist mir was schuldig. Das weiß ich zu schätzen. Übrigens glaube ich, dass du jetzt auch zum Königshaus gehörst, da du mit mir verheiratet bist. Ich dachte mir heute Morgen, dass etwas anders ist. Aber ich habe vom Zerschlagen von Eiern gesprochen. Wusstest du, dass das Museum für Piratenkunde geschlossen wurde? Was du nicht sagst. Das preisgekrönte Exponat ist verschwunden. Seltsamerweise stand nur ein Name im Gästebuch. Ich brauchte eine Verkleidung. Nur so konnte ich an Bord von LeChucks Schiff kommen. Der Typ mag mich aus irgendeinem Grund nicht. Stell dir vor. Herman Toothrot ist auch ein bisschen sauer auf dich. Er sagt, du hast seinen Schlüssel genommen und ihn in einer dunklen Höhle zurückgelassen. Ja, streng genommen ja. Er war schon in der dunklen Höhle, als ich ihn fand. Also insgesamt gesehen, keine Auswirkungen. Bis auf den Schlüssel. Stimmt, aber er hat sie nicht wirklich benutzt. Es wird dich freuen zu hören, dass er es rausgeschafft hat. Ich habe ihn selbst gerettet. Ich bin froh, das zu wissen. Danke. Erinnere mich daran, warum wir über all das reden. Ich mache mir nur Sorgen, dass das Geheimnis den Anstrengungen und der Vorfreude nicht gerecht werden kann. Was genau erwartest du zu finden? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Deshalb ist es so wichtig, dass ich es finde. Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Auf geht's, genau wie in alten Zeiten. Bist du bereit für die Höhlen? Große Pilze, voller Lava, winziger Vorsprünge. Ich glaube, war das nicht Lava? Ich erinnere mich an sie. Voller Lava und winziger Vorsprünge. Gut, dass du deine Abenteuerstiefel trägst. Ich hoffe, du hast auch dein Abenteuerschwert dabei. Nun ja. Geh schon mal vor, Schatz. Ich hol dich ein. Ja, und jetzt mal so richtig hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ich wollte jetzt am Anfang nichts unterbrechen. Hier ist irgendwie gar nichts, was wir machen können. Achso, nee. Jetzt kommen wir hier hin. Ja, was müssen wir denn jetzt? Können wir da hoch? Oh, halt. Hey, Wally. Wie hängt es sich so? Im Ernst? Das ist der Witz, den du jetzt machst? Ich probiere neues Material aus. Gib deinen Hauptjob nicht auf. Wally, was ist passiert? Als ob du das nicht wüsstest. Wie bist du hierher gekommen?
Ich habe gesehen, dass dein Büro durchwühlt wurde. LeChuck kam wütend in den Laden gestürmt, weil er dachte, ich hätte ihm eine Mobkarte statt einer Karte zum Geheimnis gegeben. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, wie das passieren konnte. Ich wünschte, ich könnte dich aus diesen Fesseln befreien. Da sind wir schon zu zweit. Danke für die Seekarte. Das war echt nett und ich schulde dir etwas für all die Arbeit, die du umsonst gemacht hast. Schön, dass sie dir gefällt. Die Mobkarte, die du für mich gemacht hast, war ein Volltreffer. Ach ja, stimmt ja. Ich habe dir eine Mobkarte gemacht. Moment, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Warum wird der gute alte Wally jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzen, entführt und gequält oder noch schlimmer? Die Geheimnisse, wie das Universum funktioniert, werden wir vielleicht nie erfahren. Ich würde gern bleiben und plaudern, aber ich muss mir das Geheimnis holen, bevor LeChuck es tut. Klar, renn ruhig weg. Wally kommt schon klar. Dann ist gut, Wally. Viel Spaß noch beim Abhängen. Gibt's ja nicht viel, wo ich jetzt hier entlang kann momentan. Flambe, du bist wach? Nicht mehr lange. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du einen Fehler machst. LeChucks Besessenheit verschlingt ihn wie ein Frosch, der eine Tarantel verschluckt. Du willst nicht dabei sein, wenn er die Truhe öffnet. Richtig. Ich will da sein, bevor er sie öffnet. Ach, ihr beide habt einander verdient. Ja, so ist es richtig. Lauf! Okay. Was ist das hier, was hier die ganze Zeit so... Ah, da unten kommen wir anscheinend nicht weiter. Den sicheren Tod durch Lava erwägen. Ich kann da unten nichts sehen. Da ist eine Menge Lava. Bring mir mal einfach rein. Ich hoffe, sonst... Ich meine, ich habe ja gespeichert nach der letzten Folge. Also, los geht's. Oh. Okay. Ich schätze, ich muss jetzt da lang. Ja. LeChuck, ich komme dich holen! Verdammt seist du, Threepwood! Ich hätte dich bei den ersten 58 Malen loswerden sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Du wirst es niemals lebend hier runterschaffen. Ich will nur einmal, dass es einfach ist. Ich stehe. Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Okay. Diesen Weg versuchen. Ich nehme ja leider immer die linke Seite, ne? Ich weiß ja nicht. Steinernes Fernrohr. Kieselstein. Es sieht aus wie ein Goldstück, ist aber aus Stein. Okay. Er hält einen Krug. Ein Krug. Okay. Ich frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun hat. Ich glaube, man will es nicht so wirklich wissen. Da ist noch was. Ein Cracker. Muss man den Cracker vielleicht in den ersten Reihen tun oder so? Das kann ich nachempfinden. Der braucht doch sicher das Schwert. Kann man das... Weil es sieht so... Moment... Das sieht zumindest so aus, als ob es passen könnte. Und dann würde ich sagen, weil der so die Hand hält, dass wir dem die Cracker geben. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ansonsten muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Der könnte ein Fernrohr, glaube ich. Ja, genau, das haben wir doch auch gefunden. Oh, oh. Ah. Aber was passiert, wenn... Moment, da ist noch was. Was passiert, wenn ich jetzt hier weiter links rumgehe?
Ach so, dann komme ich direkt. Okay. LeChuck, das Geheimnis wird nie dein sein. Ich hasse es, Rätsel zu lösen, mehr als ich Threepwood hasse. Das Geheimnis wird nie dein sein. Threepwood, warum gibst du nicht einfach auf und gehst nach Hause? Einmal ist ein Zufall, zweimal ist verdächtig. Okay, gehen wir mal wieder links rum. Ich glaube, es ist eh egal in dem Fall. Achso, zur nächsten Kammer stand er nur. Was soll das mit den Münzen alles? Schiffsaffen. Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Braucht der Münzen hier drin? 1, 2, 3, 4. Und ein Krug. Okay, wir gehen erstmal eben in die nächste Reihe. Oh, der hat noch größeres. Jetzt haben wir schon 5. Die schlauen Augen lassen einen höheren Rang vermuten. Deshalb nehme ich an, dass es sich um den ersten Schrubber handelt. Okay. Der erste Schrubber. Oh, der ist noch größer. Diese Schulterklappen verdienen ihre eigene Postleitzahl. Frage ist jetzt, in welcher Reihenfolge... Wir haben 5 jetzt, ne? Wir haben 1 und 2. Und dann vielleicht beim letzten 3. Das ist jetzt der letzte, ne? Aber da haben wir jetzt keine 3 für. Ach, Moment. Ach, da haben wir noch 1. Okay. Und wenn wir dann da 2... Ich hoffe, das stimmt. So von wegen Rang höher. Oder wir werfen einfach nur 1 rein und... Ja. Okay. War jetzt nur so ein Gedanke von wegen Ranghöhe und so weiter, aber wenn das nicht nötig ist, dann nehme ich natürlich auch gerne so an. Das Geheimnis ist mein! Du bist wirklich eine Niete in Sachen Rätsel, nicht wahr? Wie kannst du noch am Leben sein? Du wirst das Geheimnis nie bekommen. Ich werde bald meine Rache bekommen. Dann wirst du für immer verflucht sein. Und du wirst niemals entkommen. Du wirst verschwinden, ohne dass jemand je Geschichten von dir erzählen wird. Nein, ich werde zurückkehren. Das Geheimnis ist mein. Alle guten Dinge sind 3, Threepwood. Ja, das nächste Mal spreche ich leiser. Ja, als ob der das hinkriegen würde. Da komme ich auf keinen Fall durch. Okay. Mit dem traurigen Affen haben. Wir haben ja jetzt immer noch einen Krug. Sieht so aus, als ob sein Arm verletzt ist. Sein Arm. Wir haben nur den Krug eigentlich. Leider leer. Schauen wir erstmal, was da hinten noch ist. Der hat verletztes Bein. Es sieht aus, als sei sein Bein verletzt. Arm verletzt, Bein verletzt. Okay. Das wird ein Problem sein. Ich war jetzt gerade nach allem am Gucken, aber nicht, dass das so kaputt ist. Ja, das könnte jetzt tatsächlich ein Problem werden. Moment, wenn wir jetzt noch eins weitergehen. Da komme ich auf keinen Fall durch. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Und da ist nichts. Schreiende Affe. Mitleid mit dem traurigen Affen haben. Das ist jetzt in der Tat. Aber ich kann ihm ja kein. Halt. Ich kann ihm ja nicht den Krug geben, oder?
Kann ich den... Habe ich irgendwas, um den rauszubrechen oder so? Boah. Meine Münzbörse überprüfen. Dämonenpfeffer. Er bringt wahrscheinlich auch nichts, ne? Das bringt auch nichts. Ja, das, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Hühnerfutter, das wird wahrscheinlich auch nichts bringen, ne? Limetten, Trophäe, der Chucks Tagebuch. Messer kann... Oh, Moment. Was ist das? Jetzt läuft überall auf dem Boden eine Art Öl aus. Öl? Okay. Kann ich das mit dem Krug vielleicht irgendwie? Kann ich? Hab... Ach so. Nee, doch, hier. Okay, das soll ich nicht machen. Ich werde das auf keinen Fall trinken. Ich hab's leider zu spät gelesen. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht, aber hier kann man auch nichts irgendwie... Gehen wir mal in der zweiten Kammer gucken. Kann man auch nichts drüber gießen oder so? Oh, Moment. Den Krug leeren. Ah, Moment. Dann füllen wir den jetzt nochmal. Und gehen mal zur nächsten Kammer. Ob uns das was bringt und wenn ja, was? Ich habe keine Ahnung, aber... Ach, das reicht schon, oder was? Oh! Komme ich da durch? Nee, ne? Da komme ich auf keinen Fall durch. Ja, dachte ich mir schon. Wobei ich jetzt gedacht habe, dass wir noch irgendwie mit einem Trick den Affen irgendwie wieder zusammensetzen müssen oder so. Aber okay. Dann... Wow! Oh Gott. Mach's gut, Captain Madison. Das ist wie einer dieser Krimis, in denen die Person so viele Feinde hat, dass die Beamten nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Das äußere Rad drin? Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Okay. 1590. Ja, aber Moment, das ist doch richtig hier, oder? Warum soll ich den hier drehen, oder? Ich hätte gesagt, das ist der Typ mit dem Bart. 1590? Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Ganz viele. Jetzt finde ich die 1590 nicht mehr. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wie viel gibt es denn da bitte? 1490. Okay. Oder war das so? Das könnte... Ich probiere mal... Also, ich finde das ja ziemlich geil, weil diejenigen unter euch, die die Originalteile selber auch mal gespielt haben, das passt doch auch wieder so wunderbar irgendwie, die haben ja auch damals sicher diesen Code gehabt, also diese Scheibe, die man dann drehen musste, bis dann alles richtig passte. Und dadurch wurde ja dann dieser Code erstellt. Oder müssen die irgendwie irgendwo anders stehen? Nach welchen Kriterien soll das denn gehen hier? Das fasse ich nicht an. Ich weiß ja
nicht, wer oben stehen soll. Deswegen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Verkleidungsgedicht, Schild. Würde ich jetzt ganz ehrlich mal nach einem Hinweis fragen, weil wir haben ja nichts. Wir haben überhaupt gar. Oder Moment, To-Do-Liste? Löse die Kodierscheibe, steht da nur. Aber wir haben ja wirklich null. Moment, oder? Kann ich da. Ich möchte die gerne sehen hier oben. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ mit so einem Affenkopf. Nee, das sind aber nicht die, die da oben abgebildet sind. Das ist auch nochmal so ein Affenkopf. Nee, nee. Das ist es nicht. Nee. Also ich mach's wirklich nicht gerne, aber da wir so absolut keine. Also ich hätte jetzt absolut keine Idee, wonach ich mich hier richten kann. Würde ich sagen, ich brauche tatsächlich mal einen Hinweis. Suche in der Umgebung. Ja, toll. Soweit war ich auch schon. Nach Hinweisen, wie du die Kodierscheibe lösen kannst. Unter der Kodierscheibe befindet sich eine Steinplatte, die in der Lava versinkt. Steinplatte, die in der Lava versinkt. Meinen jetzt das äußere Rad oder was meinen die jetzt? Boah, jetzt ist das auch noch so laut. Ja, ich hätte gerne. In der Lava versinkt. Ja, super. Soweit bin ich auch schon. Aber das hilft mich trotzdem nicht. Ich würde jetzt hier ungern einen Cut machen, weil wir so kurz vor dem Ende stehen, denke ich mal. Hier ist aber auch nichts in der Nähe. Ach so, Moment. Kann ich. Ach, ich kann hier runtergehen. Ach nein, oder? Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns herunter. Darauf steht etwas geschrieben. Ein Bootsmann segelte nach Havanna, trug einen Bleistift in seinem Bandana. Seine Zähne hatten Schrammen, aber sie waren alle beisammen. Mehr Stoff für seine Memoranda. Aus das vollständige Buch der Piraten-Limericks, veröffentlicht im Jahr 1575. Nach allem, was ich durchgemacht habe, ist es nicht weiter verwunderlich, ein paar Limericks auf einem Stein zu finden, der in der Lava versunken ist. Also, Moment. 10 habe ich mir gemerkt und 1575. Ein Bootsmann segelte nach Havanna, trug einen Bleistift in seinem Bandana. Seine Zähne hatten Schrammen, aber sie waren alle beisammen. Mehr Stoff für seine Memoranda. Aus das vollständige Buch der Piraten-Limericks, veröffentlicht im Jahr 1575. Bootsmann, Havanna, Zähne, Schrammen, 1575. Moment, ich habe noch gar nicht gesehen, dass man überhaupt runterkommt. Also, 1575, das ändern wir erstmal auf das richtige Datum. So, dann hatte er Zähne, aber alle beisammen. Also schätze ich mal, komm, dreh nochmal, dass der, okay, der Kopf scheint schon richtig zu sein. Jetzt was? Nein. Ich war gerade tief in den von Pilzen und Lava durchzogenen Höhlen unter Monkey Island. Und jetzt bin ich? Oh nein. Nein, noch nicht. Dein Ernst jetzt? Vor allen Dingen, was ist das jetzt? Was ist das hier für eine Maus? Und wieso ist hier alles so, Treffer! Gratis Popcorn! Das ist ja toll. Schön, dass du es endlich geschafft hast, Junge. Stan? Es ist Geschäftsschluss und alle wollen nach Hause gehen. Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Was soll das heißen, es ist Geschäftsschluss? Ich bin gerade erst gekommen. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin spät dran für ein wichtiges Meeting. Nimm meine Schlüssel und schalte alle Lichter aus, bevor du gehst. Ich bin für nichts verantwortlich, was nach Geschäftsschluss passiert. Guybrush, bist du bereit zu gehen? Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. What? Ausschalten? Was? Dieses Mal habe ich nichts getan. Ich wurde reingelegt. Oh.
Ich hätte sofort ahnen müssen, dass Stan seine Finger im Spiel hat, als ich sah, wie billig und kitschig das hier alles ist. Verflixt, sie ist verschlossen. Wenn es doch nur einen Schlüssel gäbe. Mist, Stan macht LeChuck jedes Mal besser. Das Geheimnis ist mein. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, legt Stan noch eine Schippe drauf. Aber es steht immer noch LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. Das Geheimnis ist mein! Ich fühle mich hier gerade so dermaßen verarscht. Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Das Teamwork hat mich für eine Weile getäuscht. Das Geheimnis ist mein! Moment, hat sie da einen Schlüssel in der Hand? Nun, zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Bis zum nächsten Mal. Das war enttäuschend einfach. Echt jetzt? Ich frage mich, was hier los ist. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Moment. Dieser Schlüssel passt nicht. Nein! Der Schalter ist verschlossen. Okay. Der Schalter ist verschlossen. Ach so, ja, Moment, wir haben ja... Das ist jetzt irgendwie... Ich weiß nicht. Und die Kiste kann ich jetzt nicht mehr öffnen, oder wie? Hä? Schlüssel zur... Hä? Wieso habe ich jetzt doch einen? Moment. Machen wir das nochmal an. Habe ich eben gar nicht gesehen. Interessant. Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden und alles, was es war dieses blöde T-Shirt. Okay. Ich fühle mich gerade so dermaßen verarscht von diesem Spiel. Also. Hüte deine Zunge. Das ist Eigentum der Seeteufel. Da, Historisches Wahrzeichen. Das ursprüngliche Geheimnis. Ein Piratenabenteuerpark. Gegründet 1989 von R. Gilbert. Elaine, zum Glück bist du hier. Natürlich. Wo sollte ich sonst sein? Ja. Ich bin mir nicht sicher, wo ich auf einmal bin. Du bist genau hier bei mir. Aber wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Ich war gerade im Untergrund auf Monkey Island und jetzt sind wir auf Mealy Island? Manchmal vergehen die Dinge wie im Flug, wenn man Spaß hat, nicht wahr? Ich habe das Geheimnis. Du hast es endlich geschafft. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Darüber werde ich nachdenken müssen. Wie ist es mit Flair gelaufen? Sagen wir einfach, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Ich bin bereit zu gehen. Gut. Ich auch. Dad, das war ein albernes Ende. Es ergibt doch keinen Sinn. Du bist mies, wenn es um das Ende geht. Ich dachte, du magst alberne Enden. Du und Chucky spielt das Ende von Monkey Island 2 wirklich albern. Das ist etwas anderes. Wir sind Kinder und wir albern nur herum. Du bist derjenige, der gesagt hat, dass man die Dinge nicht einfach ändern kann. Du hast gesagt, so funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Hab ich das? Ich will das Geheimnis wissen. Du musst mir sagen, was du wirklich in der Truhe gefunden hast. Edelstein, Rubin und Gold. Das Geheimnis war in Wirklichkeit die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Deine Mama hatte recht, es ist besser, es nicht zu wissen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, dass es wirklich so passiert. Es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, was das Geheimnis ist. Tja. Ich schätze mal,
Ausgedacht hat er sich das wirklich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das Geheimnis waren in Wirklichkeit die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Geschichten sind ja vor allem der Mittelteil. Und da sind die meisten guten Sachen drin. Das klingt wie eine dieser dummen Erwachsenen-Antworten. Mom, Dad will mir nicht sagen, was das Geheimnis ist. Füllst du den Kopf unseres Sohnes wieder mit deinen haarsträubenden Geschichten? Ich habe ihm die Geschichte erzählt, wie wir das Geheimnis von Monkey Island gefunden haben. Oh, die. Jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, wird das Ende seltsamer und seltsamer. Lasst uns zu den Docks gehen und zusehen, wie die Galeone ausläuft. Juhu! Ich habe die verlorene Karte zum Schatz von Maya Island gefunden. Das wird ein lustiges Abenteuer. Wir sehen uns unten. Oh no. Ja, das ist dann der Abspann. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ein bisschen sehr viel verarscht. Also, an sich, das Spiel war wie immer wieder sehr lustig und ziemlich cool gemacht. Ich fand es seltsam, dass wir am Anfang auf Englisch gestartet sind, obwohl ich das ja alles in Deutsch eingestellt hatte. Und dann kam ja anscheinend irgendwie das... Ach so, genau, ich hatte, glaube ich, auch gesagt, dass ich ein Update runtergeladen hatte. Dann kam ein Update, ich glaube, dritte Folge irgendwie die Ecke rum. Und dann hatten wir ja plötzlich deutsche Sprache. Das war ja soweit alles okay. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, das Ganze durchzuspielen. Das Ende liegt mir jetzt nur gerade ein bisschen schwer auf dem Magen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil, wie gesagt, ich fühle mich wortwörtlich gerade ziemlich verarscht. Wie sagt man so schön, wenn du dich verarscht fühlst, dann wirst du verarscht. Ich hätte es besser gefunden, von mir aus, wenn das Geheimnis offen geblieben wäre, so nach dem Motto, das Ding ist leer, ich weiß jetzt immer noch nicht, was das Geheimnis ist, nein, oder sowas in der Art. Aber dass das jetzt so, ja, ein Vergnügungspark letztendlich war und eigentlich ja jetzt darauf hindeutet, dass er das alles nicht erlebt hat, sondern dass das so, ja, halt nur ein Vergnügungspark war, das irritiert mich ehrlich gesagt ganz schön und ja, finde ich auf der einen Seite irgendwie doof und auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen strange, ich weiß auch nicht. Schreibt mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Also ob ihr jetzt, ja, damit gerechnet habt, ja vermutlich nicht. Aber wie ihr das Ganze jetzt fandet, dass jetzt, ja, das Ganze so eine komische Wendung am Ende genommen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten kann ich nicht mehr viel dazu sagen zum Spiel, außer es hat mir wirklich sehr gefallen. Ich habe es gerne gespielt. Ich spiele auch gerne wieder eine Fortsetzung. Aber dann bitte mit einem vernünftigen Ende. Ich schaue noch mal, ob noch irgendwas hier nachkommt. Ansonsten lasse ich einfach ja, den Abspann laufen bzw. schneide den gleich ab. Bleibt einfach dran, schaut, ob noch was kommt. Und dann sage ich mal, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.